Jo, Yoshi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Kirby und das vergessene Land. Und ich musste gerade überlegen, wie heißt nochmal das Spiel, was ich hier spiele? Kein Plan, warum. Aber ich musste gerade wirklich drüber nachdenken. Okay. Okay, machen wir mal das hier. Ich hoffe, Ton wird mit aufgenommen. Werfen und fangen. Schatzsuche extrem. Oh, toll. Ja. Wie lange spiele ich schon das... Hä? Okay, danke. Also wie lange spiele ich schon Kirby? Schnauze. Schnauze. Merkst du nicht, dass ich beschäftigt bin? So. Könnte sein, dass ich ein bisschen gereizt klinge. Ich glaube, ich werde mich mal um dich jetzt mal kümmern, weil du sonst mir auf den Säckel gehst. Tschüss, Kirby. Oh, okay. Nee, das war's nicht gewesen. Okay, okay, und ich sehe nicht gerade gut aus. Warte mal. Ich muss sagen, ich bin ins Ziel nicht gerade gut. Alter, weil ich irgendwas dabei hinschaffe, dass Kirby in die falsche Richtung guckt. Wie was? Alter, wie gut, dass ich. Gut, dass Kirby fliegen kann. Ach, ist das euer Scheiß? Ach, das Ding kann sich auch noch bewegen. Oh, tschüss mit dir. Oh, hi, Idiot. Ich kümmere mich mal später um dich. Weg mit dir. Vielleicht sollte ich hier einfach nicht so durchhetzen. Ich hätte gelacht, wenn ich tot gegangen wäre. So. Meine Hände sind mir so furchtbar schwitzig. Okay, weiter. Was war jetzt die beste Zahl? Keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig. Hm? So was? Nö. Waren wir hier schon? Hm. Hä? Automatik, Automatenstopferschatz, Feuerschatz. Wie kann ich eigentlich jetzt sehen, wo ich war? Und wo nicht? Okay, hatte ich schon. Glaube ich jetzt. Hä? Moment mal, was war da? Da war doch was. Suchen. Oh, nice. Kohle. Okay, ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Ich dachte, ich nehme nicht auf. Ist hier noch irgendwas? Aber ich habe einfach nur den Mauszeiger drauf gehabt. Suchen. Und gefunden. Zwei Stück und da der Straße. Schätze entdeckt. Mal sehen, was hier auf der anderen Seite. Okay, gehen wir mal rauf. Eisblau. Süßer Erfolg. Wild und unverwundbar. Ah. Das ist wohl der Pauli. Der Power Lolly. Pauli Lolly. Ja. Da habe ich es miteinander vermischt. Ach, ihr. Oh, hi. Aua! Wo bin ich? Ach, da. Ja, Kirby, würdest du mal bitte auch
Okay. Ach, ja, da meine ich doch. Ist doch der blöde Lolli. Oder hab ich ihn hier irgendwo? Oh, Moment mal. Macht mal Platz, ihr Buletten. Also ich neige dazu, immer in jeden Gegner reinzurennen, oder? Ich könnte mal versuchen, ob ich es besser hinkriege, aber nicht heute. So. Ist hier noch irgendein Rätsel? Suchen. Dass man hier so frei in der Map rumfliegen kann, finde ich cool. Alter, das ist aber ein dickes Ding gewesen. Nee, nicht, leider. Hier. Und wieder ein Secret. Gucken wir mal. Okay. Schritt für Schritt bewege die Treppen. Falsche Richtung. Oh, verdammt! Wieso habe ich das noch mit dem Drücken? Ich verstehe es nicht, warum ich auch mit dem Drücken mal so durcheinander komme. Okay, ach so. So, zack. Okay, alles klar. Ach, ich wollte... Wow. Also bei einfachen Sachen so versage. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich habe gar nicht gesehen, dass... Oh nein! Nein, nein, nein! Erzählt mir nicht, dass ich tatsächlich... Alles klar. Okay, jetzt weiß ich, was ich machen soll. Oh toll. Nicht einsaugen, Kirby. Ich fass es nicht. Da ist das verdammt... Ja, okay, die Dinger stehen also nicht nur so zierde da. Oh. Ich hab den Schalter nicht gesehen, Leute. Auch wieder so ein Schalter, wo ich jetzt... Kirby, könntest du das blöde Ding auch so ausspucken? Das ist da. Hä? Okay, okay, ich sehe schon. Falsches Ding. Sonst heißt es immer schnell, schnell, schnell. Und jetzt habe ich es immer so schnell. Und was ist? Ich kann das Ding natürlich nicht kaputt machen. Bin ich? Ich verliere auch schnell die Orientierung, muss ich auch sagen. Oh, war ja, das schaffe ich nicht mehr, Kirby. Nicht die ganze. Ey! Spuck das verdammte Ding aus! Wieso? Schaffe ich nicht mehr. Ja, tschüss, Kirby.
Oh Mann, wie er sauer ist. Kann ich verstehen. Okay, hier muss man also tatsächlich auch nachdenken und nicht nur einfach loslegen. Alter, ich hasse das! Also irgendwie mag ich ja das Rätsel, wäre das nicht so, so mit dieser Zeit nicht. Halt so, so dass man mal in Ruhe noch überlegen kann, welche Taktik man, also wo man am besten das hinsetzen muss. Erstmal hier. Ach, nein, das kann doch nicht angehen, Idiot. Alter, bleib doch nicht in dieser blöden Ecke stehen, Junge. Kann ich ein bisschen schwimmen so? Und jetzt kein Fehler. So. So, ich hab's geschafft. Alles klar, ja. Okay, das war jetzt nicht gerade berauschend. Also so Puzzeln, okay. Worüber ich aber noch mehr Probleme habe, ist finden, wenn Zeit... Wenn da so viel mit Zeit ist, dann wird's problematisch.
Okay, ewig blaue Küste. Dann gehen wir mal da rein. Also schützt die Wäsche, rettet die Verluise. Einsamer Strand. Ja, dann wollen wir mal, wollen wir mal. Das ist echt schön. Ich kann Steine schlucken. Wo zieht er eigentlich den Schwimmreifen her? Oh, lecker. Melone. Und ich kann Fische verschlucken. Gucken wir alles mal so rum. Ich hübsche. Ein Schwimmreifen sollte man aber nicht nutzen als Nichtschwimmer. Warum? Naja, das hört sich ja im ersten Moment merkwürdig an. Aber eigentlich ist das so, dass... Oh, Nuss. Ist nämlich so, dass wenn der Schwimmreifen kaputt geht, man ziemlich am Arsch ist. Knacke? Ja, danke. Was war das jetzt? Ich habe das jetzt... Oh, warte mal. Ja, ein bisschen am Strand pennen. Muss ich regenerieren. Oh nee, ich brauch mal... Ja, jetzt sind wir weg. Okay, was stand da? R.A. Hä? Ach so, ich kann dagegen rutschen. Moment mal, wollt ihr erstmal allen eins sagen? Jetzt wird mir gezeigt, wie das. Ach so. Ja, klar, ins Lager. Ich war so dermaßen mit der Ausweiche beschäftigt, dass ich das, ja, das Rutschen vergessen habe. Oh! Das ist Schnischnappi im Bösartig. Hi, Idiot. Ich glaube, du magst mich nicht. Oh, das ist noch eine Nuss. Okay. Ups. Hab noch was im Mund gehabt. Da hatte ich noch den Mund voll gehabt. Okay. Oh, lecker. Schnischnappi. Und da ist er, Abi. Der ist nicht nett, Leute. Da muss man ein bisschen aufpassen. Haben wir hier alles? Weil der schnappt nämlich sehr gerne nach ein. Oder einfach, vielleicht ist das einfach der Krokodok. Nur, dass er ziemlich bösartig geworden ist, weil man seine Zähne nicht richtig behandelt hat. Verständlich. So. Immer schön hier umschauen. Muss irgendwie auch zurechtschalten. Oh. Ob das diese mystischen Muskeln... Muskeln, ja, Muscheln. Wieso sag ich Muskeln, obwohl es eigentlich Muscheln heißt? Hm, lecker. Nehme ich Feuer oder... Nehmen wir mal Feuer. Also Muscheln. Ob es da diese mystischen Muscheln ja, aus The Wind Waker... Nicht Wind Waker. Ich meine Link's Awakening. Wieso habe ich die jetzt miteinander verwechselt? Ich meine... Nicht mal der Design ähnelt sich. Oh, ja, ja, ist gut, Dude. Der kommt übrigens auch in... Oh, meine Fähigkeit, ey! Und er schmeißt mir Korianfrüchte. Die lecker sind, aber stinken. Einen Grund, warum wir hier den Hammer kriegen, benutzen wir ihn und dann scheiße, ich hätte doch vorher behalten sollen. Also Bonkers kommt auch in der Anime-Serie vor, wo ich haben wir Schildkröten eins auf dem Plan und schmeißen wir auch schon so weg.
Und ich muss auch sagen, die Folge ist recht merkwürdig. Weil, wie soll man sagen, da ist... Es gibt da tatsächlich in der Serie eine Kirby-Serie. Ja, also, wirklich, weil Bonkers führt ein armseliges Leben, weil er wird gefangen gehalten und wenn ich es jetzt noch im Kopf habe. Und sein einziges Lebenslicht ist halt Kirby, sag mal, die Anime-Kirby da. Ja, ich hau euch nur runter. Und das ist auch so eine Sache, wo ich mich frage, wie das denn? Wie geht das? Also ich meine, Kirby? Ach ja. Ja, letzte Störe, Sanskopie. Okay, da müssen wir aufpassen. Ein bisschen arschig von uns. Da haben Kelly das zusammengebaut und wir machen es kaputt. Sollen wir denn... Nee, was ist... Ich glaube, wir sollen erstmal auch mal hier die Treppen hochgehen. Also, okay, man muss sich das vorstellen. Kirby ist, sag ich mal, in der Serial, aber gleich gibt es eine Serie davon. Okay. Oh, war doch nur gut, dass ich den Hammer mitgenommen habe. Na du Armer, ich hol dich raus. Das ist so, wo man denkt, okay. Das ist so halt dieses auch wie bei Mayake Mediga. Dieser Personenkult um die... Kriege ich was, wenn ich hier die ganzen Muscheln kaputt mache oder irgendwie so? Mayake Mediga, ich meine, da werden die Helden richtig hier abgefeiert. Das ist richtig halt ein Personenkult um die gemacht. Also nicht nur um Olma, sondern auch um andere. Da gibt es ja Chips und... Es gibt so Chips, Kekse und alles mögliche und man denkt sich, okay, die sind also tatsächlich real. Weil auf der einen, also wirklich, auf der einen Seite sind sie, werden sie so, als ob sie nicht exist, also ob sie wirklich so welche künstliche, also künstliche, also eine Kunstfigur sind. Und auf der anderen Seite... Ah, nein, 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 ich... Oh, scheiße, 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 scheiße! Ich wollte... Mist! Die Strudel sind ja ziemlich arschig. Also so sind sie auf der einen Seite eine... fuck. Kunstfigur und auf der anderen Seite sind sie aber reale Menschen. Und man denkt sich nur... Okay... Das will ich auch noch holen, aber... Oh, ich möchte die Melone haben und das Geld. Melone, danke. Das ist irgendwie, was mich so... Ich finde es immer so irritierend. Oh, das ist ersoffen. Scheiße, das war gemein. Moment mal, da kann man doch rauf. Wirbel. Ach du Schande, da ist das bissige Krokodil. Okay, Stichschnappi hat es echt nicht einfach gehabt. Ich meine, hey, er ist der große Kinderstar und dann... wurde er praktisch dann älter und dadurch wurde er vergessen, weil er nicht mehr so süß war. Ich muss aufpassen, wenn ich ins Wasser falle. Okay, das wird wieder so eine Sache mit Tempo. Kommen jetzt alle. Da ich mal so gerne zu neige, zu Eiern. Also ja, Skischnappi war der Weltstar, wurde gefeiert, geliebt, dann wurde er älter und dann wurde er vergessen. Und hat sich dann negativ entwickelt. Ja, danke. Ich war mir schon klar und... Das hasse ich. Ich weiß nicht, wieso, aber manchmal eier ich so und das ist furchtbar. Komm raus, mein Kleiner. Jo, rette die Versteckmuddeldies. Ja, gefunden. Aber es ist tatsächlich auch so, dass ja viele Kinderstars
Naja, oh nee, nee, da will ich nicht nochmal rein. Die wurden ja praktisch vergessen. So, hier, das, sie waren nicht mehr niedlich. So, also nicht mehr so voll cute. Und dann stellt man fest, oh, die haben doch nicht so viel Talent als Schauspieler. Und konnten nicht mal dann erfolgen. Fische! Jetzt bin ich schon wieder verloren. Scheiße. Alter, das sieht ja ganz schön böse ab. Kann ich hier was essen? Nein! Nicht doch mal! Nicht doch mal! Gibt es da keine Möglichkeit rauszukommen? Ja. Oh, doch. Ich könnte... Bitte, Kirby, nicht noch mal. Das ist nicht witzig. Ich verzichte auch auf das Geld. Okay. Oh, ich, habe ich da wieder was vergessen? Ja, töten wir den Fisch und stellen ins Wasser zu kippen. Deswegen bin ich auch. Ja. Vollständig die Schuft auf dem Dach. Deswegen bin ich auch. Naja, also gegenüber so Kinderstars auch sehr skeptisch. Weil die wenigsten kommen da in. Also schaffen den Übersprung von Kinderstar zum, sag ich, Erwachsenen. Also da gab es ja wirklich richtige, wirklich tragische Geschichten. Okay, so. Der Darsteller von Kevin allein zu Hause, der war auch... Ja, jetzt bist du auf dem Trocken. Der ist auch total abgestürzt. Der Darsteller von Kitty Anakin Skywalker. Und das ist echt ziemlich bitter. Muss mich ein bisschen konzentrieren. Der beobachtet mich argwöhnisch. Na, da komme ich nicht durch. Wie denn auch? Soll ich an den vorbeikommen? Einfach beeilen. Das ist, da mussten also noch ein paar Sachen. Oh. Okay. Könnte die Kamera sich so wieder hinstellen, dass ich sehe, was da auf mich wartet? Ich meine, da sind hier böse Schnappis, die mich nicht mögen. Richtung Land? Ach so. Ja, komm mal raus, kann. Okay, die versteckten Modelle, aber da habe ich noch einige noch nicht gefunden. Ach. Ja, dass das Boot sich so hindrehen tut. Ja. Bye-bye. Okay. So, das hätte ich doch ganz gut geschafft, ohne dass ich gefressen wurde. Und hier ist...
Ach, da ist ja noch eine Nuss. Okay, die will ich noch knacken. Ich glaube, den Level muss ich noch mal rein. Ja, wartet mal, Leute, ich komme mal gleich zu euch. Aua, aua. Ich puste dich weg. Okay, hier, alles klar, hier bin ich also wieder. Jetzt habe ich einen Teil dann geschafft. Aber jetzt kann ich mich aber auf die Sams gucken. Okay, puste dich nicht weg. Kommt mal raus. Lass uns tanzen. Abschnitt abgeschlossen. Okay, die Waldis haben wir gerettet. Aha. Oh, ich hab's doch gemacht. Ach, Skulptur, das war nur eine. Ach so. Na, da bin ich ja beruhigt. Na, Kofferradio. Halten wir. Aha. Na, hier, okay, das haben wir schon. Ja. Und ab nach Hause. Betoninseln. Wir haben alle Waldis gerettet. Das ist cool. Okay. Aha. Oh, gibt es hier ein paar Geheimnisse? Oh, und ich sehe schon, dass ich auch ein bisschen Überlänge habe. Was heißt eigentlich Überlänge? Das ist ja nicht ganz normal. Hammerstein wurde. Aha. Okay, gucken wir mal kurz rein. Und so, ich muss eh zurechtschneiden. Hammerstraße, hau die Pfosten. Okay, das ist echt der Hammer. Ja. Alter, du Mistviech! Und die nächsten, die den Hammer spürgeln. Das ist mein Problem, Leute. Dass ich nämlich aus irgendeinem Grund mich immer so mich vertue mit der Abschnittgrenze. Wisst ihr was? Ja, ich mach's normal. Dabei habe ich eigentlich keine Probleme mit 3D. Du doofes Viech, stirb einfach aus. Vielleicht sollte ich auch nicht einfach wild rumspringen, sondern erst mal ein bisschen gucken, wo ich bin. Also erstmal gucken, wo ich lande, bevor ich zuschlage. Das wäre mal eine gute Idee. Ernsthaft, du Miststück? Toll, ich habe jetzt unnötig Zeit vergeudet, weil das blöde Viech nicht da... Nee, okay, nein, das... Nein, das war jetzt nicht die Schuld des Viehes. Und das ist auch irgendwie auch nicht die Schuld meiner... Mein Controller. Irgendwie... Eier, ich bekloppt. Und ich weiß nicht, warum. Wo bin ich? Ach, da. Oh nein. Hasen. Dabei habe ich nichts gegen Hasen. Ach, ihr schon wieder. Ja, ich stürze auch immer gerne ab. Ist immer eine gute Idee. Ich schätze mal, man hätte da gut abkürzen können, aber... Äh.
also so rüberspringen können, aber ich habe jetzt keine Lust, ein Risiko zu machen, weil ich bin ein bisschen zu viel abgestürzt, Leute. Oh. Das ist meine Befürchtung bei Breath of the Wild. Da gibt es nämlich, wenn man nämlich so die Reckenprüfung bestanden hat, da kommt man in so einen Raum und da ist so eine schmale Treppe, wo ich einfach verdammt nochmal Schiss habe, runterzufallen. Das ist ätzend. Aber sowas von ätzend, sage ich euch. Na gut, ich werde jetzt meinen Part beenden. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Also, see you, Madani.